Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich einen Gast mitgebracht, der, oder eher besser gesagt, die sehr gerne ihre Kenntnisse weitergeben möchte. Und auch wenn sie in Mutterschutz ist und sehr, sehr, sehr beschäftigt ist mit zwei kleinen Kindern. Nichtsdestotrotz hat sie gemeint, ungefähr vor einem Jahr, doch, ich möchte es machen, und zwar über Internet. Was sie macht und was sie vorhatte und wie sie es alles umgesetzt hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. Ah ja, herzlich Hi. willkommen bei Deutsch-Arabisch. Dankeschön, Dankeschön, Amir. Hallo. Hi. Ich freue mich sehr. Danke, danke. Ich freue mich auch. Aya, stell dir vor, du bist auf einer Grillparty und jemand kommt auf dich zu und sagt, wer bist du? Wie stellst du dich so vor? Alles klar. So, ich sage sofort, ich bin Aya Al-Okfan, komme aus Syrien und wohne oder lebe in Deutschland seit 7 Jahren mit meinem Mann. Ich bin 32 Jahre alt, das kann ich gerne sagen. Und ich bin eine Mutter von zwei Kindern, Imad und Karim. Beruflich bin ich Apothekerin, aber momentan bin ich immer noch in Elternzeit. So, ich mache jetzt nur meine Hausaufgaben als Mutter, als Frau, als Putzfrau auch, als Apothekerin, aber in meiner Instagram-Seite. Okay, dazu kommen wir gleich. Sehr interessant. Ich meine, ja, das ist, glaube ich, Muttersein an sich ist ein Vollzeitjob, ja. Ja, bestimmt. Ja, Ja. und das ist an sich sehr viel Arbeiten, gerade nicht mit einem Kind, sondern mit zwei Kindern gleich. Ja, genau. Ja, aber krass, dass du trotzdem gesagt hast, ich möchte trotzdem auf Instagram meinen Landsleute vor allen Dingen helfen bei Fragen nach Medizin, nach bestimmten Medikamenten und so weiter. Genau. Aber bevor wir dazu kommen, war für dich ein weiterer Weg, bis du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Denn du kommst ja aus Syrien und Genau. Zeugnisse und Zertifikate, die man aus Syrien hierhin holt, sind nicht direkt voll anerkannt hier in Deutschland. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Genau. Und Auch die Sprache. genau. Genau. Eben. Und dazu wollte ich kommen. Deswegen, wie war das für dich, dass du jetzt Deutsch lernen musstest Alles wieder? klar. Als ich verlobt mit meinem Mann war, oder war Fiancé in dieser Zeit, war sein Ziel, nach Deutschland umzuziehen, um sein Facharzt zu machen. Das war ganz kurz vor dem Krieg oder die ganze Situation in Syrien Ja, insgesamt, Krise. ja? Krise zu sagen. Ja, genau. So, wir haben an einem Deutschkurs teilgenommen. Das war im Goethe-Institut in Damaskus. Und ich habe einen A1-Kurs gemacht, weil da war für mein Familienzusammenvisum wichtig ist. So, ich habe zuerst A1-Kurs gemacht in Damaskus bei Goethe-Institut. Und dann, als ich nach Deutschland gezogen bin, habe ich hier in Lüneburg bei Volkshochschule B1-Kurs gemacht und B2-Kurs gemacht. B2 war sehr wichtig, weil ansonsten kann ich den Berufserlaubnis nicht bekommen. So, ich habe auch die Zeit ausgenutzt, auch habe ich B2 beruflich gemacht. Das war vor die Sprache, für Arbeit suchen. Und da hat richtig gut geholfen, weil ich habe an dieser Zeit mehr mit deutschen Leuten gesprochen, Freundschaft gemacht und hat richtig gut geholfen, ehrlich zu sagen. Die B2-Kurs beruflich war nicht so wichtig für meine Anerkennung, aber freiwillig habe ich das gemacht und teilgenommen, an dem Kurs teilgenommen und ich denke, hat gut geholfen. Ja, glaube ich dir. Ja, bitte.
Und um den Berufserlaubnis zu bekommen, muss man zuerst sich bewerben in einer Apotheke, in einem Praktikum zu machen. Ja? So, ich habe direkt an die Wir Leben Apotheke meine Bewerbung geschickt. Und da habe ich meine Vorstellungsgespräch gemacht und war optimal, finde ich. Habe ich keine Schwierigkeiten gehabt. Die waren sehr nett. Und direkt in 3 Monate oder nach 3 Monaten habe ich angefangen mit dem Praktikum. Und dann habe ich bemerkt, war Überraschung für mich, dass ich schwanger war und war ungeplant. Deshalb habe ich gedacht, ich kann ein Jahr Praktikum bei Die Welle machen. Aber hat nicht so optimal geklappt, hat nur 7 Monate. Verstehe. Was ich sagen will, also jetzt mit der Sprache und dann mit den ganzen ganzen Papierkram und was du alles machen musstest, um wieder in den Beruf reinzukommen, weil du ja in Syrien, du hast ja dein Studium voll beendet, du hast auch deine Zeugnisse, du hättest da auch ganz normal arbeiten können, dann die Umstände haben sich dann irgendwie so verändert, musstet ihr quasi nach Deutschland ziehen und von da aus, ich glaube, es ist auch interessant für ganz viele Menschen zu wissen, ob du über Flucht hier hingekommen bist oder einfach normal damit ihr arbeitet mit deinem Mann und so weiter. Ich glaube, Fluchtgeschichte habt ihr nicht. Habe ich nicht. Nein, da war unser Ziel. Und ich habe nur ein Familienzusammenvisum bekommen in dieser Zeit. Genau. So war für mich bestimmt einfacher als klar, viele Leute bestimmt. Klar. Und dann kamst du hierhin, dann musstest du die Sprache lernen, wie du beschrieben hast. Ich finde sehr spannend, dass du noch extra freiwillig noch Kurse, so quasi Sprachkurse belegt hast, um die Sprache noch zu verbessern. Ja. Und dann, Apothekerin. Dann hast du als Apothekerin gearbeitet, sozusagen als Praktikum, damit du... Praktikanten. Genau. Als Praktikanten hast du da gearbeitet und danach kam die Schwangerschaft. Was ungeplant. Genau. Ja. Ungeplante Schwangerschaft, genau. Aber ich glaube, jetzt im Nachhinein bist du froh, du. Bestimmt. Mein Schatz, ja, immer. Ja, genau. Bestimmt. Man kann das nicht ändern, aber man muss diese Situation ausnutzen. Ja, verstehe. Gut. Und dann hast du dann irgendwann 2019 oder 18 eher gesagt, ich möchte meine pharmazeutischen Kenntnisse weitergeben, weil ich bin ja zu Hause und ich kann auch nicht in die Apotheke. Also, was mache ich? Ich versuche online etwas zu tun. Was hast du gemacht? Ich erkläre das sehr schnell, ja? Ja, bitte. 7 Monate habe ich Praktikum gemacht und dann ein Kind, okay? Ich habe geplant, wenn er so ein Jahr ist, dann lerne ich Schritt für Schritt vor die Erkenntnisseprüfung, das heißt Approbation im Pharmaziebereich. So, habe ich auch so geplant, habe ich Schritt für Schritt eine Gruppe auf Facebook-Seite gemacht mit so 2, 3 Leute, haben zusammen gelernt und dann, als mein Kind Imad 14 Monate alt war ich auch wieder schwanger mit meinem zweiten Kind. So, dann weiß ich, ich muss lernen, aber ich bin schwanger und wenn ich nochmal warte, bis das Baby da ist und wieder Elternzeit, Mutterschutz und so weiter, das heißt eine Lücke zwischen meinem Praktikum und die Anerkennung, also die Prüfung zu sagen. So, ich habe gesagt, nein, bevor das Baby da wird, muss ich unbedingt die Prüfung bestanden. Ich habe gesucht ein Datum, einen Monat und habe ich gesagt, ja, reicht 4 Monate, ich muss jetzt zack, zack, zack lernen, obwohl mein Kind zu Hause ist, kein Kindergarten, keine Betreuung. Wenn er schläft mittags, dann lese ich ein bisschen, wenn er schläft nachts, dann lese ich nochmal. Ja. So war für mich Herausforderung, aber hat
geklappt. Ich war schwanger mit 5 Monaten und ich habe die Prüfung bestanden. Das war für mich so eine richtige Job ja. und Arbeit. Hochleistung. Danke, danke. Mutter und Frau und Schwangerschaft war für mich viel zu viel, aber hat geklappt. Ja, war ja. sehr optimal. Und dann bin ich wieder in Elternzeit. Das heißt, ich muss erst mal so 1,5 Jahre warten oder maximal 2 Jahre warten, bis ich wieder arbeiten kann. Ich habe sowieso einen Vertrag mit der Apotheke gemacht, ist unterschrieben. Wenn ich Apothekerin bin, darf ich als Apothekerin da bei denen auch arbeiten. Aber dann kam die Corona-Zeit. Ja. So vor einem Jahr, als ich 31 Jahre alt geworden bin, sagt man, habe ich geplant, na, dann in 5 Monaten muss ich wieder arbeiten. Bin ich bereit oder muss ich was auffrischen? So, dann kam die Idee. Dann, ich musste eine Instagram-Seite machen, Videos machen, dann kann ich meine Informationen auffrischen und gleichzeitig die anderen Leute helfen. Sehr, sehr clevere Idee. Also dein Vorhaben war eine Win-Win-Situation, um deine so quasi vorhandenen Informationen weiter zu behalten und neue Informationen, neue pharmazeutische bestimmt, Informationen bestimmt. Quasi zu erlangen und dann die weiterzugeben. Weil wenn du gefragt wirst, dann musst du eben dann lerne ich. Ja, lesen, recherchieren, dich durchlesen und so weiter. Richtig. Und dann weitergeben an den Menschen. Und ich glaube aber, Aya, dass du dir nicht so sehr erhofft hast, dass so viele Menschen davon profitieren werden, oder? Hast du jemals gedacht, dass du jetzt über 20.000... die sind fast jetzt 22.000. Ich habe nie gedacht, dass in 7 Monate oder 9 ist, ja, 9 Monate das schaffen kann. Aber ich bin eine ruhige Person. Ich musste nicht alles schnell und zack, zack, zack machen. Lieber Schritt für Schritt. So. Ja. Ich mag keine Überraschung oder Abenteuer. Ich würde lieber den Weg wissen und Schritt für Schritt weitergehen. Ja. So, nee, ich habe nie gedacht, dass wir das schnell. Ja, krass. Aber Hoffnung habe ich bestimmt. Das war auch ein Ziel. Die Followers sind nicht eine Zahl, okay? Die sind nicht eine Zahl. Die geben mir das Gefühl, dass ich in dem richtigen Weg bin. Da sind eben Menschen auch, die dich gerne verfolgen, beziehungsweise dir folgen, um auch deine Expertise so zu bekommen, beziehungsweise wenn sie Fragen haben, du beantwortest. Ja, ganz genau. Weil ist mir sehr wichtig, jeder Patient zu sagen oder jeder Menschen gut zu erklären, was das gemacht wird, wann den Arzt besucht, ist wichtig. Ich gebe nicht einfach einen Namen von einem Arzneimittel oder Medikamente. Das ist, ich bin keine Verkäuferin. Mm. Ich bin Apothekerin. Und mein Job ist Beratung Nummer 1. Ich muss erst mal beraten und dann gebe ich eine Lösung zu sagen. Yeah. Aber schön, mein Job ist beraten. Du hast schön gesagt. Ich finde es richtig gut, dass du jetzt den Landsleuten quasi jetzt weiterhelfst, gerade wenn die in der deutschen Sprache noch nicht so mächtig sind, um zu wissen, das kann ich, das kann ich nicht. Auch wenn die zum Arzt gehen, so Arztbesuch haben, vielleicht können sie sich nicht so gut verständigen mit den Ärzten. Und dann können sie dich fragen, ich habe das und das bekommen, wie soll ich das anwenden und zu welchen Uhrzeiten und so weiter. Oder was kannst du mir empfehlen? Und du, vielleicht könntest du denen auch sagen, bis hierhin kann ich dir helfen und danach musstest du dann zum Arzt. Bestimmt. Das heißt nicht, dass ich nicht kenne oder dass ich musste nicht was weitergeben. Das heißt, es ist wichtig, zum Arzt gehen und den Arzt weiß bestimmt über deinen Körper besser als ich. Ich bin limitiert, zu sagen. Ja, verstehe. Und das finde ich, die Idee an sich ist einzigartig, glaube ich. Es gibt keinen
momentan, der sowas macht und gerade jetzt für arabisch sprechende Menschen. Daher, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Vorhaben und ich hoffe, dass du weiter, beziehungsweise jetzt was Instagram angeht, wächst und wächst, weil es gibt viele arabisch sprechende Menschen hier in Deutschland, die vielleicht deine Hilfe benötigen könnten. Ja, glaube ich. Ja, was mich auch interessiert, wie planst du quasi wieder in die Arbeitswelt zurückzukommen? Na, also du bist jetzt Mutter von zwei Kindern, du machst das jetzt auch nebenbei auf Instagram, aber hast du das Ziel quasi jetzt wieder in einer Apotheke, in einer richtigen Apotheke zu Richtige arbeiten? Apotheken zu Ja. arbeiten. Das wird schwer. Das Problem bei der Arbeitszeiten für die Apothekerin, obwohl ich ein Vollzeit arbeiten musste, lieber, wenn ich einen Tag arbeiten und dann einen Tag frei haben. Nicht von 8 bis zum Beispiel 14 Uhr. Da muss unbedingt in einer Apotheke eine Apothekerin sein. Und das heißt, die Arbeitszeiten für die Mutter sind richtig unfair. Ja, verstehe. Ich finde, dass auch nicht so praktisch, wenn eine Mutter von zwei Kindern und die Kinder bleiben nur bis 15 Uhr in den Kindergarten und dann gibt es keine Betreuung für die Kinder. Das heißt, Ja. ich muss entweder mein Mann muss seine Arbeitszeiten ändern oder ich selber brauche ich eine Unterstützung. Ich habe hier keine Mutter, keine Schwestern. Auch die Bekannten hat jeder eine eigene Leben so. Genau. Das ist nicht für eine Woche. Das heißt, das ist keine Lösung für mich. So, ich versuche erstmal nicht so viel nachdenken, wie das wird. Eine Lösung muss ich unbedingt finden, entweder mit dem Kindergarten oder mit meinem Arbeitgeber. Aber ich hoffe, in dieser Zeit wegen Corona eine Lösung zu die Frauen, die oder die Mutter, die zu Hause zu arbeiten. Homeoffice. Es gibt Homeoffice für verschiedene Berufe, ja. Arbeitarten oder Berufe oder Arbeitarten. So, ich weiß nicht, ob das klappt oder ob man auch zu Hause als Apothekerin arbeiten darf, Online-Apotheke oder ich habe noch keine Ahnung, wie das wird. Ich habe bis April Zeit. So, ich muss unbedingt in 2 Monate wissen, wie das weitergehen muss. Mein Ziel ist, meine Arbeitszeiten flexibel zu machen mit meinem Arbeitgeber, weil mein Mann ist Arzt und arbeitet auch in einer anderen Stadt. Okay, das heißt, es lohnt sich nicht, wenn er seine Arbeitszeiten auch ändert, um die Kinder um 15 Uhr Ja, verstehe. abzuholen. Verstehe. Und dann, und Schwierig. er verdient besser als, der Arzt verdient besser als Apothekerin. So, es lohnt sich auch nicht, wenn er seine Arbeitszeiten kürzer macht. Ja, verstehe, verstehe. Ich glaube, das ist eine sehr gesonderte und auch schwierige Situation für dich, weil gerade als Mutter, leider Gottes in unserer Gesellschaft und die aber auch gerne arbeiten will, sehr eingeschränkt wird. Auch mit Betreuungen und Kindergarten und hier und da. Und gerade wenn man jemanden wie dich sieht, der richtig motiviert ist und gerne arbeiten will und sogar damit er nicht einfach sitzen bleibt, noch eine Instagram-Seite aufgemacht hat, um seine Erkenntnisse weiterzugeben, dann ist das tatsächlich traurig, weil man sieht dir das an, dass du gerne arbeiten willst, ja? Und ich wünsche dir vom ganzen Herzen, dass du bald eine Lösung bekommst, damit Oder du, eine Chance. Man ja. muss eine Chance festhalten. Genau, Ja, genau. dann Ja, habe ich ich noch Zeit. wünsche dir ganz viele Chancen, Dankeschön. von denen du dir eine aussuchst und nicht nur Ja. dir eine ergatterst, sondern Ja. weil du das verdienst. Dankeschön. Ich finde es sehr schön. Ich glaube, du bist ein Vorzeige. Mensch, für jemanden, der aus einem anderen Land kommt, eine andere Sprache spricht, sehr viele Umstände, so sage ich mal jetzt, holprigen Weg hat vor sich, um
um ins Ziel zu kommen, weil du hast Kinder, du willst wieder arbeiten und so weiter und du versuchst auch, ja. Und deswegen, du bist für mich ein Vorbild für ganz viele Frauen, die zu Hause sitzen und sagen, wie kann ich wieder arbeiten gehen? Ja? Ich bin nicht die Einzige. Es gibt richtig so viele Frauen, die das richtig machen, ja. Bei mir, weil ich eine Instagram-Seite gemacht habe, denn die Leute kennen mich jetzt. Richtig. Aber ich bin nicht die Einzige. Es gibt tausende Frauen, die haben diese Umstellung richtig gut ausgenutzt, entweder zu Hause zu arbeiten mit Handwork oder auch Ausbildung oder auch Weiterbildung. Es gibt viele. Ich bin auch so erstaunt, wie viele Frauen, die richtig Motivation oder die sind einfach positiv. Ja, verstehe. Ja. Verstehe. Ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich kenne ganz viele auch, aber du bist so eine, die einfach herausragt, die herausstecht aus der Masse. Und deswegen sage ich, dass du so eine Vorzeige. Dankeschön. Sehr Dankeschön. Gerne. Sehr gerne. Am Ende des Interviews möchte ich gerne dir die drei Fragen stellen, die ich jeden Gast bei mir hier in der Show stelle. Und zwar, wie beschreibst du dich in 5 Worten? 5 Eigenschaften von dir. Ja. 5 muss 5 sein. Ja. Das ist nicht so einfach. Okay, ich bin optimistisch. Ja. Okay. Ich bin eine ruhige Person. Ich mag kein Abenteuer. Ich bin lieber so in Routine. Ich nehme meine Arbeit ernst. Ich bin pünktlich. Okay. Ich respektiere Zeitraum und den Termine. Ich bin freundlich, ich mag Leute und Freundschaft, aber ich mache Abstände. Jetzt habe ich gelernt, in dieser Zeit muss man, okay, man kann viele Freunde machen, aber mit Abstände, ja, es reicht 2-3 enge Freunde. Verstehe. Ist das 5? Ja, das ist 5 geworden. Super. Gut. Ja, die zweite Frage ist, Aya, du bist ja, du hast ja sehr viele Umstände erlebt und sehr viele Sachen durchgemacht. Sprich, du kommst ursprünglich aus Homs, dann bist du nach Damaskus umgezogen, hast du da Medizin, Pharmazie genau studiert und danach bist du einen weiteren Weg nach Saudi-Arabien auch bist du dann umgezogen, hast du da auch ein bisschen gelebt und dann nach Deutschland und du bist jetzt hier seit ungefähr 7-8 Jahren. Was würdest du, die sagen wir, als sie 10 Jahre war, ja, sagen? Ich glaube, Aya mit 10 Jahren hätte niemals gedacht, dass sie irgendwann dann in Deutschland landet. Nee. Nein, ja. Was würdest du ihr sagen? Aya mit 10 Jahre alt war immer die große Schwester. So, ich habe mehr an meine Freundschaft konzentriert als meine Geschwister. Und man weiß, dass Blut ist dicker als Wasser. Das heißt, die Beziehung zu Geschwistern ist die längste Beziehung des Lebens. So, ich würde lieber eine engere Beziehung mit meinem Bruder, mit meinen Schwestern und dann, ich sage, sei näher zu Walid und Rama, weil diese Beziehung hält, ja, ist die wichtigste. Ja, die haben mit mir, wir haben diese Bild gemacht, dass sich die große Schwestern und reagiere ich wie eine Mutter. So, ich habe nicht so enge Beziehung mit meinen Geschwistern als meine Freundschaft. So, das für mich jetzt ja am wichtigsten, die Familie. Ja, ist manchmal traurig, aber ja,
Man kann immer das korrigieren, aber ja, ich würde das ändern. Ja, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du dann quasi den Draht zu deinen Geschwestern ein bisschen stärker machen und dich mehr und auf dein... Zeit, genau, die Zeit mit meinen Geschwistern verbringen, nicht mit meinen Freunden. Ja, verstehe. Genau, also das ist dann, was du jetzt gelernt hast über die Zeit. Leider Gottes könnte man die Zeit nicht zurückdrehen, aber wie du sagtest, man könnte es vielleicht auch wieder gut machen, indem man jetzt mehr Zeit mit den Geschwistern und mit den Brüdern und wir sind leider jetzt überall. Ja, einer ist in den USA. Also zerstreut, ja. Deshalb ist mir traurig, weil wir haben vor 10 oder vor 17 Jahren in einem Haus zusammengelebt und dann auf einmal sind wir überall auf dieser Erde geschwindet. Ja. Meine letzte Frage ist, was ist der Spruch, den du dir gerne sagst, wenn es dir nicht so gut geht? Erfolg ist kein Glück. Ja, man hat Chance und man muss die Chance nutzen, wenn die Chance kommt. Ja. Und was auch eine Motivation finde, wenn ich sage, darf ich auf Arabisch das mal sagen und bitte, dann übersetzen? Bitte. Ja, bitte. Einama ambataka Allahu azhir. Ah, okay. Das heißt, wir sind wie eine Blume und wir müssen unbedingt blüten. Ja? Aber wenn die Umgebung ist nicht geeignet, dann müssen wir die Umgebung ändern. So, schön. Ich weiß nicht. Schön. Das gibt mir so eine Motivation. Sehr, sehr schöne bildliche Darstellung. Also ich bin begeistert. Schön. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Vielen, vielen Dank. Shukran. ich möchte mit dir das Interview beenden. Mit deinen Worten. Stell dir vor, ich würde dir das magische Handy geben, von dem du ein SMS an alle Menschen da draußen schickst. Ja? Okay. An alle Menschen auf dieser Erde. Mit einem Satz. Was würdest du denen schreiben? Ja. Urteil nicht über Menschen, wenn du nicht einen Tag an seinen Schuhe gelaufen bist. Ich denke, das reicht. Ja, Vorurteilen ist immer sehr schwierig und aber wir blicken immer nach vorne und wir sind positiv angetan. Ich bedanke mich sehr bei dir, Aya. Ich freue mich sehr. Danke, das war eine sehr schöne Zeit mit dir. Dankeschön. Und ihr, liebe Leute, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst gerne Liebe für Aya in den Kommentaren und vielen Dankeschön. Dank. Danke. Bis zum nächsten Mal. Danke, Aya. Tschüss. Das war's schon wieder mit Deutsch-Arabisch. Bis bald. Kann معكم Amir في Arabi Almani. Istannuna bil Halat al-Jaye.